der Königspalast. Zu den auffallendsten Gebäuden, die von außerhalb des Palastes zu sehen sind, gehört der Chanchaya-Pavillon. Er diente der Aufführung des klassischen Tanzes zu besonderen Festlichkeiten und als Tribüne für den König, der sich von hier aus an nationalen Feiertagen mit einer Rede an das Volk wandte. Die Thronhalle, sie steht im Wohnbereich des Palastes. Sie ist das prächtigste und berühmteste Gebäude im Königspalast und wurde im klassischen Khmer-Stil erbaut. Die verschiedenen geschichteten Dächer sind mit glasierten Ziegeln belegt und schließen dort, wo das Gebäude zu einem Kreuz zusammenläuft, mit einem Turm ab. Auf diesem Turm sind die vier Gesichter Brahmas zu sehen, beziehungsweise die Nachbildung des Bodhisattva aus dem Bajon in Angkor. Aus Angst vor Kunstdieben darf in der Krönungshalle nicht fotografiert und nicht gefilmt werden. Verbotenerweise. Hier wurde auch König Sihanouk am 24.09.1993 erneut zum König von Kambodscha gekrönt. Ich wurde zwar beim Filmen erwischt, aber man hat es bei einer Ermahnung belassen. Rechts sehen wir die privaten Gemächer von König Sihanouk. Die blaue Flagge bedeutet, dass der König anwesend ist und diese Gebäude nicht besucht werden dürfen. Dies ist der Pavillon, vor dem der König die Elefanten bestieg. Der Königspalast wurde von den Franzosen Ende des 19. Jahrhunderts für König Norodom errichtet. Die Franzosen übernahmen auch die gesamte Ausstattung des Palastes, wobei sie oft nach der Devise handelten, dass ein König von Frankreichs Gnaden auch mit gebrauchten Geschenken zufrieden sein muss. Zu dieser zweitklassigen Ausstattung gehört eine Villa, die neben dem Verwaltungsgebäude steht. Sie wurde zur Eröffnung des Suezkanals gebaut und diente der Kaiserin Eugenie als Unterkunft. Nachdem sie dort überflüssig geworden war, wurde das Gebäude von den Franzosen zerlegt, nach Kambodscha verschifft und Norodom zum Geschenk gemacht. Zwischen Verwaltungsgebäude und Thronhalle findet sich das Haus der Brahmanen. In diesem kleinen Haus, Baku, links von der Thronhalle, leben noch heute 8 Brahmanen, die für die Zeremonien am königlichen Hof zuständig sind. Die Pochani-Halle aus dem Jahre 1913 wird als Audienzhalle, aber auch für Aufführungen des königlichen Balletts benutzt. Wir verlassen jetzt den Königspalast und gehen zur Silberpagode. Nun besuchen wir die Silberpagode. Die Silberpagode wurde 1892 von König Norodom als eine Art Familiengruft angelegt. Hier die eigentliche Pagode. Die Silberpagode wird von den Kambodschanern auch Wat Prea Keo, also Wat des Smaragdbruders genannt. Sie bekam 1962 durch eine Renovierung ihr heutiges Aussehen. Dies hier ist die Bücherei Mondap.
Hier kann man sich auch die Zukunft voraussagen lassen. Das Gelände, auf dem vier Stupas, die die Asche von verstorbenen Königen und der jüngsten Tochter von König Sihanouk beinhalten, sowie einige Denkmäler stehen, ist von einer hohen Mauer umgeben. Auf den Innenwänden der Mauer ist in eindrucksvoller Weise die Geschichte des Ramayana gemalt. Geschaffen wurde dieses über 500 Meter lange Gemälde um 1900. Die filigranen Malereien von Göttern, Ungeheuern und Schlachten wurden von polnischen Experten akribisch restauriert. Dies hier ist allerdings keine Polin. Die Stupa des König Norodom. Die Stupas enthalten die Asche ehemaliger Könige aus der Norodom-Familie. Ein Reiterstandbild des König Norodom. Hier die Stupa des König Ang Duong. Ang Duong, 1796 bis 1859, war der Urgroßvater von König Sihanouk. Hier sehen wir den Pavillon mit dem Fußabdruck Buddhas. Bisschen groß der Fußabdruck. Kriegst gar nicht drauf aufs Bild mit der Kamera. Wir betreten nun die Silberpagode, in der wieder mal Filmen und Fotografieren streng verboten ist. Deswegen gibt es auch keine Aufnahmen vom wahrscheinlich kostbarsten Altar der Welt, in dessen Mitte ein lebensgroßer Buddha aus 90 Kilogramm purem Gold thront. Stattdessen hier ein paar Aufnahmen vom Glockenturm. Auf der Rückseite der Silberpagode findet sich eine Miniatur von Angkor Wat. Wir gehen jetzt weiter in den Pavillon für königliche Zeremonien.
Die Stupa der Tochter Schirnucks. Zu guter Letzt besuchen wir noch Phnom Mondap. Dies ist eine kleine Pagode auf einem künstlich angelegten kleinen Berg. Damit beenden wir unseren Besuch des Königspalastes und der Silberpagode.